willkommen nochmal zu einem kleinen Videotool. Nachdem wir ja nun gelevelt haben mit dem neuen Trainer, haben ja viele das Problem, ich zumindest auch, dass ihr Bistro stehen geblieben ist. Eigentlich hätte das Bistro jetzt schon etwas höher sein müssen. Ihr seht, nächste Stufe wird auf Rang 25 freigeschaltet. Wie man das jetzt nachholen kann, das möchte ich euch kurz zeigen. Zu diesem Zweck habe ich also schon mal wieder meinen Trainer gestartet. In dem Fall habe ich den alten genommen, den 5.1er. Und ich habe meinen Cash in temporäres Cash umgewandelt. Es gibt eine zweite Variante, aber die funktioniert leider nicht bei mir. Deswegen bleibe ich bei der klassischen Variante. Ihr geht jetzt also in eure Käsepresse und sucht euch diesen Leib Ziegenmilch Camembert. Diesen Käse stellt ihr jetzt dreimal her. So, und dann erntet ihr ihn auch gleich dreimal ab. Und jetzt geht ihr sofort zu einem Nachbarn. Und macht dort ein paar Aufgaben, egal was, ob ihr jetzt Tiere füttert, ob ihr jetzt hier die Gelegenheit habt, Mulch zu machen. Ich mach mal den Ton jetzt an. Und dann geht ihr wieder nach Hause. Ja, mein Bistro hat sich jetzt gelevelt und wir schauen uns das mal an. Bistro ist jetzt auf Rang 4. Jetzt fliegt ihr einfach bitte wieder nach Hause auf eure Hauptfarm. Im Anschluss ladet ihr das Spiel einfach neu und fliegt wieder zurück und macht das Ganze nochmal, bis ihr auf dem Gourmet-Level seid, eures Bistro, was euer Levelstand eben hergibt. Vergesst bitte nicht, ich sage es immer wieder gerne, auch jetzt, wenn ihr das Spiel neu startet, den Trainer auszumachen und auch den Trainer wieder neu zu aktivieren. Macht es bitte über den Taskmanager, das ist die einfache Variante. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt wieder viel Spaß und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.